Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Beta Elder Scrolls Online. Wie immer mit meinem brandneuen Sidekick Stefan. Hallo. So, ja, mittlerweile habe ich so ein Video hochgeladen und wir haben uns währenddessen weiterhin noch weiter schön unterhalten. Und jetzt will dieser Prophet natürlich erstmal ein bisschen mit uns quatschen. Ich brauche einen Sky Shard. Okay, wo kriege ich den jetzt hin? Ja. Some linked into Lorcan, the missing god of creation. If you collect and absorb its power, it should restore your corporeal form. I will summon one of these shards. Ziemlich weit vor dir gespawnt sein. Hm? Nee, ich musste Dialoge. Ich bin ja immer so einer, der in den Dialogen immer mitredet quasi. Und vor allem, weil es gerade auf Englisch ist, lese ich es lieber vor, falls es vielleicht doch der eine oder andere nicht ganz versteht. Man weiß ja nie. Aber man kriegt ja trotzdem einen guten Eindruck vom Spiel. Ja, es hörte sich gerade nur wirklich nach einer ernsthaften Frage an, deswegen antwortest du mal. Aber es ist vor allem abgefahren. Ich glaube, ich weiß, was es so ist. Oh, jetzt glaube ich, jetzt lebe ich jetzt wieder? Sky Shot absorbiert. 1 von 3, okay. You discovered a Sky Shard. Für alle 3 Sky Shards kriege ich einen extra Skillpunkt. Tada! Ja. Wieder was gelernt. Oh ne, ich bin schon wieder im Achievements-Menü. Nee, raus da. Ganz schnell raus. Ganz böser Fehler. Was muss ich tun, oh weiser Prophet? First, you must activate the anchor. I can sense the dark energy emanating from two devices on either side of me. Activate both devices. I will begin the ritual that will pry open the jaws of oblivion and allow us to escape. Das ist gut. Und wo kommen wir dann in Tamriel an? There is no way to know for sure. Okay. In fact, it's extremely unlikely we will both arrive at the same location. Fear not. I will find you again when the time is right. Now go. Activate the devices. Okay, ich mach ja schon. Na, der ist ja auch ein bisschen ungeduldig. Ich meine, wenn er wirklich sein ganzes halbes Leben lang hier irgendwie gefoltert wurde, kann er die paar Sekunden auch noch warten. Rentner wie beim Arzt, ne? Also, die haben auch nie Zeit. Ja, irgendwie sowieso. Kommt einem auch vor. Wow. Sieht schon krass aus. Okay, das ist ein Portal? Mann, sieht das krass aus. Okay, gucken, wo ich jetzt lande. Ja gut, bei so einer Grafikpracht kann ich auch Ladezeiten verkraften, finde ich. Wahrscheinlich wird jetzt gerade eine riesengroße Outdoor-World geladen oder so. Müsste es jetzt so ziemlich genau zu mir kommen. Ja? Gut aus. Rede den Propheten, mal wieder. As I feared, we arrived in different locations. I am in a city of industry where men speak of intrigues and plots beneath layers of innuendo and pleasantry. It matters not. You have awakened once again, and we must set you on your path. Ja, schon fast ein bisschen krass, wie er ihm so nebenbei erzählt, so, ach ja, du lebst wieder. Hey, cool. The voyage between worlds was both chaotic and violent. It deposited us in Tamriel, but some distance apart, and quite unceremoniously upon our heads. I lost consciousness myself for a time. Gut, Prophet, was mache ich jetzt? The time being, your journey must continue without me. Venture outside, explore this new place and learn what you can. Expose the agency. Okay, also ist jetzt Molag Bal quasi, wirkt für mich so ein bisschen wie der Oberbösewicht derzeit von... Ziemlich. Ja, das war's online, ja. Okay, ist aber auch lore-mäßig absolut in Ordnung. Läuft absolut.
Na. There is still much we need to accomplish. Ach, die erste Quest. You will receive Soul Shriven Signet. Ein Ring, ein bisschen Gold, ein Skillpunkt. Juhu! Wo soll ich hingehen? Okay. Die Skill Line gained Soul Magic. Noch was? Noch ein Skillbaum? Jupp. Das ist halt, Soul-Shards zu sammeln. Oh mein Gott, ey. Wen sollte ich denn? Kaleen. Ach, ich bin auf dem Schiff. Oh. Okay, ich suche sie. Okay, dankeschön. The Broken Spearhead. Talk to Captain Kaleen. Ja, das kriegen wir wohl hin. Und wie immer, erstmal gucken, was kann man hier auch sammeln. Hier gibt's ganz schön viel, also jedes noch so kleine Fass ist lootbar. Na, die hier gerade waren alle gar nicht lootbar. Alle. Oh, Katze. Im Übrigen sieht man hier auch, wie das läuft mit der Instanzierung, aber... also du hast halt über deinem Char sozusagen einen Pfeil. Und ja. Ich sehe jetzt deinen Pfeil sich zwar bewegen, aber sehe dich nicht. Das heißt, wir werden erst später anscheinend synchronisiert. Ach so, ja, ich sehe den auch gerade bewegen. Ich dachte schon, was ist das? Ach, das bist du quasi. Das bin ich, genau. Hungry? Gibt halt manchmal diese Instanzierung, da läufst du halt ins nächste Questgebiet rein und zack, sind alle weg, die du eben neben dir hattest. Ja, ja, das, wir kennen das vor allem, weil es damals in WoW, wir waren live dabei, als es quasi eingeführt wurde. Alter, Stück für Stück, am Anfang gab es sowas ja gar nicht. War nicht ohne. Achso, nee, erstmal muss ich ja hier erstmal hier schöne Punkte verteilen, natürlich. Das Skillpunkte. Ich glaube, das sollte ich jetzt mal. Einhand und Schild. Was lerne ich denn da? Puncture. Ah, ja, das ist auch direkt. Damit ziehe ich Aggro. Damit ziehe ich den Aggro eines Gegners für 15 Sekunden auf mich. Also gibt's wirklich direkt der Aggro-Skill. Ja, Puncture ist deals 16 Physical Damage, reduces Targets Armor. Und taunted für 15 Sekunden. Geht klar. Also Tankfrage geklärt. Das ging ja schnell. Tankfrage geklärt. Look at that, Lambor. Our half-drowned friend is up and about. We weren't sure you'd make it. Oh, habt ihr mich etwa gerechnet? Really? I just fished you out of the water. Ach so. Master Kassan got you breathing again. The important thing is you're alive. But if you're feeling grateful, I could use some help. Natürlich brauchst du sofort meine Hilfe. Was für ein Zufall, was denn? A job. Anyone who helps is going to get rich. Right now, I need a fresh face. Someone this island's butcher in charge, Headman Bosek, doesn't know and won't stop. Basically, you recruit the folks I need, you get a cut of the take. Interested? Okay, Leute rekrutieren, das klingt doch ganz witzig. The three folks I need are Crafty Larissa, Jakarn and Naramo. Any or all of them would do. Okay, wer ist denn Jakarn? He's a thief, but Deep? He's the best okay. There is. He'd be a big help. Sie plant einen Überfall, okay, ein Heist. Spielen wir Payday? Nobody robs Bosek. He's been tossed into the grave under Bosek's palace. Es ist voll ungewohnt, dass man in einem MMO die ganze Zeit so wirklich Gesprächen lauscht. Ganz komisch. She's an old friend. Das von WoW halt absolut gar nicht. Nee. Hast du deinen Questtext, den du mit viel Glück. Ja, selbst wenn du Bock hast und ansonsten. Oh ja, nächste Quest. Weiter. Meistens habe ich das nur bei Charakteren gelesen, die ich von der Lore her einfach schon kannte. So. Ja, Illidan sowas. Und ja, Illidan, Arthas, ja, Garrosh, Thrall, so, da hat man zwar mitgelesen. The relics he finds in Dwemer Ruins sometimes come in very handy. He just might have a device we can use for our heist. Okay. There's a Dwemer Ruin outside town, Bithzark. Naramo went there to dig up relics. Help him find some. And okay, muss ich also in eine Dwemer-Ruine? Das klingt schon mal fantastisch. Wo ist der Rest der Crew eigentlich? Alle weg. See, there's a fortune to be made from Breton Galleons. Thing is, King Farharajad called for an end to it now that we're all part of the Daggerfall Covenant. Of course, wer ist as a Lord König Farharajad? Ruler of the Redguard people, okay. Now king among equals in the Daggerfall Covenant. King Farharajad would have us raid the ships of our enemies. Naja, wir haben genug geredet. So, Madame, jetzt ist aber auch gut.
Hier kann ich noch nichts machen. Dann muss ich hier mal raus. Strossenkai. Ich glaube, jetzt können wir uns sehen. Ja. Hi, da bist du ja. Ich sehe noch nicht. Ah, da. Ja, Tatsache. Schöner Bart. Du bist auch nicht von schlechten Eltern. Ja, eine Robe halt, ne? Ja, ich habe auch noch die falsche Rüstung an. Ich bin definitiv noch nicht Krieger genug. Noch nicht. Hunter. Und hier haben wir einen Mohawk. Natürlich. Oh, nein. Ein Mr. T-Ork. Ah. Pfui. Sofort. Yeah. Übrigens, die Landschaft ist wow. Überall bombastisch. What the fuck, das ist hübsch. Ah, die Fernsicht ist nicht so übelst krass, ne? Ups. Da haben sie ganz schön was drauf gemacht. Also das war letztes Mal noch viel, viel grottiger. Echt? Das ist gerade echt schon ziemlich nice im Vergleich zuvor. Also das ist halt das Schöne, wenn man davor mal ein bisschen gespielt hat, weil man kennt so die Vergleiche, wie sich das Spiel schon entwickelt hat. Das stimmt. Ja, ich habe halt, wie gesagt, den Vergleich nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass es schlecht aussieht, aber... ja, ich bin gerade ein super krank gemoddetes Morrowind gewohnt. Daran wird wahrscheinlich liegen. Es ist so witzig, wie man sieht, was die anderen Charaktere machen. Es ist so abgefahren. Kannst sogar Arschbomben machen ins Wasser. Jetzt ernsthaft? Ja. Einfach mit ordentlich Anlauf und dann plumpst das. Darauf haben wir mein Leben lang gewartet. Wow, wow, was ist das hier? Ein Clan? Nein, gibt's hier Pets? Jupp. Nein. Also so kleine. Es gibt einmal die mit angreifen. Ich habe keine Ahnung, wie man die bekommt. Hier ist ein Clan-Vieh, Mann. Guck dir das die Vieh mal an. Das will ich auch. Ja, genau. Bei dem weiß ich nicht, wie man die bekommt. Ich will auch. Ich will auch. Das wäre aber damals was gewesen. Nicht nur Hunter mit Pets, sondern auch Schamanen. Das stimmt. Das hätte was. Mini-Shami. Und bam. Alikir. Ah, die Alikir. Die hat man in Skyrim auch mal kennengelernt. Genau. Genau, diese einen Quest. Ist halt super, wenn man dann die Parallelen zwischen den Spielen entdeckt und man hat sich das immer schon so ein bisschen bestimmt vorgestellt, aber ganz ehrlich, das hätte ich mir alles nie im Leben so vorgestellt, wie das hier schon aussieht. Auf jeden Fall. Palm okay, aber der Rest, boah. Also ich muss schon sagen, es ist wirklich bombastisch, die Optik. Es ist das Wasser vor allem, ey. Aber das muss auch, das muss. Seit Morrowind ja, das schönste absolut. Wasser. Ich wollte gerade sagen, Morrowind war echt... Nicht ohne damals. Ja, da hat jeder das erste Mal auf Grafik die Hose geöffnet. ging einfach nicht anders. So, ein bisschen Loot-Kram, damit der Alex auch ein bisschen seinen Fetisch erfüllen kann. Okay. Oh Gott. Und jetzt haben wir das ganz typische Morrowind, Elder Scrolls-Gefühl. Wohin nun? Also meistens hast du halt oben auch direkt den Kompass, wie du das aus Skyrim kennst. Genau. Kannst mit T Quests, wenn du mehrere hast, durchskippen. Aha. Du brauchst somit nicht instant immer in deinen Questlog rein und find ich gut. Das wechseln. Klickst mit T mal eben durch und dann siehst du, was alles somit läuft. Ja, momentan habe ich nur eine Sache, zu diesem mit Neramo reden. The Broken Spearhead. Genau. Super Effekt von der Sonne. Ja, ne, wenn man so reinguckt, richtig gut. Endlich mal realistisch, nicht wie früher, das sah meistens manchmal ein bisschen schlecht aus früher. Oh, ich will einfach nur rumlaufen und die Gegend angucken. Oh. Was gibt's hier? Kann ich hier was klauen? Wer weiß. Es ist alles begehbar, also. Deswegen. So what? Warum nicht reingehen? Bloody Fist. Hallo. Bloody Fist. Oh. Keiner sieht mich. Ha, ich habe ein Buch gefunden. Oh. When I will come according, when I will come according, all to the shawl maids, I'll have a card, all full of silk and ribbons for the braids. I wandered here all through the plains, searching for his bride, but Akatosh has cast him out in sanction for his bride. One crown to glory bring, but only blood and death to show them. One crown to glory bring, for Rancis folly died. Ha. Schön. Schön. In Guard Town hört sich das irgendwie sehr nach, weiß nicht. Badenschule an. Ey, aber jetzt mal ernsthaft, das ist doch... Das ist lächerlich detailliert für ein MMO. Boah.
Ganz geringfügig. Diese Sonne. Hello there. Hello there. Ich frage mich, ob es hier auch wieder ein Diebstahlsystem gibt. So wie ich das bisher gesehen habe, nicht, nee. Das, das wäre auch noch zu krass. Aber man, wenn du dann meistgesucht bist, dann weißt du halt, was abgeht, ne? Am Rande des Wahnsinns, sage ich nur. Dietrich und ja, Loot, ne? Alles Loot. Was das Zeug hält. Sorab hat alle Schuhe. Ah, der. Bei dem kann ich Sachen kaufen. Ah, der hat leichte Rüstung. Aber die ist, dezent teuer. Halt nicht wie bei anderen Spielen. Würde ich glatt so behaupten wollen. Halt nicht wie bei anderen. Wo du dann alles gleich am Anfang schon dir kaufen kannst. Genau. Welches Spiel kannst du nur meinen? Ja, ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Jetzt habe ich diese ganzen Rezepte, ob ich die wohl verkaufen soll, einfach. Wo lege ich gerade? Die ganzen, die ich eh schon doppelt habe. Ja, komm. Ist eine Beta. Bin schon wieder viel zu perfektionistisch dafür, dass es einfach nur eine Beta ist. Schlimm. Eigentlich müsste ich jetzt auch gucken, was ich hier in der Gegend an Achievements machen kann. Ja, das ist ganz cool. Also, das oft siehst du das von selbst irgendwann. Okay. Du kommst halt ins Gebiet, du musst nicht unbedingt vorher gucken, was gibt's da, weil du kannst alles nochmal neu passieren. Du verpasst auch nicht unbedingt irgendwas. Walks with Pride Leatherworker. Okay. Achso, bei dem wahrscheinlich gibt es dann die mittleren Rüstungen. Yep. Und bei der in der Mitte die schwere. In Port Hunding, the wise look for protection. Yay, und da kann ich mir nicht ein einziges Stück leisten. Geil. Nee, die hat sogar alles. Ja, stimmt. Aber ich kann mir nichts leisten. Ne. War auch klar. Egal. Dann wieder raus und meine Herren, ey. Überall laufen die alle rum und oh mein Gott, umgucken. Hier grabst ein Inventar viele. Rum. Das ist abgefahren. Oh, eine Ziege. Hallo. How can I help? Hallo? Redest du gerade mit einer Ziege? Ich hab's versucht. Kennst du den Film? Nee, wobei, das hieß ja Männer, die auf Ziegen starren. Ach, der Film, ja, der ist genial. Der ist saugut. Ah, es gibt hier, okay, Seelensteine. Genau. Super gut, lohnt sich auch zu skillen, weil damit kannst du sozusagen Combat Reds machen. Oder allgemein Leute hochkratzen. Oh Mann, oh Mann.